Wahnsinn! Hey, ich bin der Jürgen aus Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Genau, oder man könnte auch sagen, wir kämpfen um jeden Zebrastreifen. Wir haben den Auftrag als Stadtverwaltung vom Stadtrat bekommen, verstärkt auch Zebrastreifen einzusetzen. Das war der Wunsch, der uns gegenüber vorgebracht wurde. Und da das ja insgesamt auch in unsere Strategie passt, insgesamt den Fußverkehr auch in besonderem Maße stärken zu wollen in der Stadt, haben wir uns dieses Auftrags gerne angenommen. Aber wie wir auch schon verschiedentlich berichtet haben in der Vergangenheit, so einfach ist es nicht. Wir müssen halt immer gucken, dass wir uns innerhalb der geltenden Richtlinien bewegen bei der Anordnung von Zebrastreifen. Die Richtlinie für Fußgängerüberwege aus dem Jahr 2001, diesen lieblichen Kosenamen RLFGÜ 2001 trägt, die ist in Sachsen rechtsverbindlich eingeordnet worden. Also ein Ministerialerlass, der sagt, die ist rechtsverbindlich anzuwenden. Und das führt dazu, dass wir sehr genau gucken müssen, was da drin steht. Da geht es um alle möglichen Fragen, um Sichtbeziehungen, um die Frage von Ausleuchtungen an einzelnen Standorten, um die Frage, wie viele Fußgänger queren denn eigentlich an der Stelle tatsächlich im Bestand, bevor der Zebrastreifen da ist, schon die Straße. Also gibt es dort einen Bündelungseffekt, der dort schon eintritt, der rechtfertigt, dass da so ein Fußgängerüberweg reinkommt. Wie viele Autos fahren dort im Querschnitt? Sind es zu wenig? Sind es zu viel, um Fußgängerüberweg einzuordnen? Und all diese Fragen, die da eine Rolle spielen, und am Ende mündet das dann in einen Verwaltungsakt, dass die Straßenverkehrsbehörde eine Anhörung macht und die anderen Träger öffentlicher Belange, also die obere Straßenverkehrsbehörde, die Polizei und so weiter und so fort, anhört, ob man dort einen Zebrastreifen anordnen kann oder nicht. Und das ist ein ziemlich kompliziertes Verfahren. Deswegen dauert es dann tatsächlich auch mal ein bisschen, bis wir a. die Prüfung vorgenommen haben, ob es denn überhaupt geht, und b. dann auch tatsächlich den Verwaltungsakt einer solchen Anordnung erlassen können. Erst wenn das alles da ist, können wir dann tatsächlich auch die Farbe auf die Straße bringen. Deswegen klingt das erstmal ganz wenig, wenn man sagt, die Baukosten betragen 9.000 Euro. Wir haben noch ein paar Leuchtmittel ausgetauscht, nochmal 3.500 Euro obendrauf, damit es heller ist, damit auch der Ausleuchtungsgrad an der Kreuzung stimmt, damit man dann auch nachts die dort wartenden Fußgänger gegebenenfalls sieht als Autofahrer. Das sind jetzt überschaubare Kosten mit 12.500 Euro, also eigentlich kaum der Rede wert. Nichtsdestotrotz ist tatsächlich der Aufwand, der personelle Aufwand, der Prüfungsaufwand, der Verwaltungsaufwand, der dahinter steckt, um ein Vielfaches höher. Jetzt ist er da, nach dem ganzen Aufwand, den wir betrieben haben. Man sieht, wir haben da auch noch ein paar taktile Elemente einbringen müssen. Es geht also auch nicht nur darum, dass da weiße Streifen auf die Straße kommen, sondern man muss auch tatsächlich kleine Umbaumaßnahmen machen, damit dann zum Beispiel auch Blinde zum Beispiel da wahrnehmen können, da gibt es einen Zebrastreifen, da gibt es dann diese entsprechenden Einbauten, die man da sieht mit diesen Noppenplatten oder Streifenplatten, die wir dann üblicherweise dort einbauen. Wir arbeiten weiter dran, weitere Zebrastreifen, Fußgängerüberwege, wie sie eigentlich ja im Verwaltungsdeutsch heißen, einzuordnen im Stadtraum. Wir haben auch noch ein paar in der näheren Zukunft, die wir einordnen, aber wir werden auch im nächsten Jahr weitere Zebrastreifen einordnen. Also insofern ist das ein stetiger Prozess, der, wie gesagt, wo sich alle mal wünschen, es würde ein bisschen schneller gehen, aber am Ende sind wir froh um jeden Zebrastreifen, den wir hinbekommen, weil, wie gesagt, die Kriterien, die man anlegt, um sie anordnen zu können, die sind einfach exorbitant hoch. Und es wird einem da als Verwaltung auch tatsächlich über diese Richtlinie, die es da gibt, nicht einfach gemacht, solche Fußgängerüberwege einordnen zu können. Am Ende geht es dann auch immer um Haftungsfragen, wenn ich diese Kriterien nicht erfülle, also Sichtbeziehungen nicht so gegeben sind, wie sie in der Richtlinie vorgegeben sind. Und es kommt tatsächlich mal zum Unfall, ist es dann auch tatsächlich ein Risiko, was man dann auch als Mitarbeiter trägt, sodass da die Prüfung auch, ich sag mal, sehr gewissenhaft vorgenommen wird. So, habe ich irgendwas vergessen? Der Leiter des Straßen- und Tiefbauamtes. Herr Dr. Franke, Robert, kennen Sie? Dr. Robert Franke, noch zu uns gestoßen. Der in der Verantwortung des Straßen- und Tiefbauamts diese Anordnung dann tatsächlich auch, nicht nur die Anordnung, sondern als Straßenverkehrsbehörde, sondern auch die Umsetzung mit einer anderen Abteilung dann auch tatsächlich vornimmt und die Prüfung zu verantworten. Also vielleicht, was ein ganz interessantes Thema ist, mit jeder Sache, die neu dazukommt, gibt es natürlich gegebenenfalls auch ein paar Sachen, die da so schwieriger werden. An der Stelle fragt man sich bei einem Fußgängerüberweg, was könnte schwieriger werden? Das ist das Beleuchtungsthema in dem Punkt. Sie sehen, dass hier sozusagen an den Häusern dann entsprechend auch die Lichtmasten stehen. Die Anforderung, ich weiß nicht, haben Sie es erzählt? Dass da sozusagen ansatzweise. Da können wir also noch mal drauf eingehen.
Wichtig ist natürlich, dass eine saubere Beschilderung da ist. Wir wollen ja eine sichere Querung erreichen. Das ist alles hallo in den Richtlinien dann festgeschrieben. Und die Beleuchtung ist genauso ein wesentlicher Standpunkt. Und Sie sehen, dass natürlich im Bestand eine Beleuchtung da ist, aber das Beleuchtungsniveau hat nicht ausgereicht. Und jetzt geht es einfach nur darum, wie kann man es dann machen. Hier ist es gelungen, dann einfach in die zwei vorderen und hinteren Mastenstandorten dann einfach neue Beleuchtungselemente einzubringen. Na, man sieht das relativ gut, dort hinten haben die so einen weißen Kopf, die Masten. Ne? Und hier sind es dann zwei schwarze und dort sind es auch zwei schwarze. Das dient dazu, dann entsprechend im Bereich des Fußgängerüberweges dann halt das Beleuchtungsniveau nach oben zu bringen. Führt dazu, wenn Sie jetzt ein Schlafzimmer haben oder eine Küche, ist es natürlich dort auch ein bisschen heller drin. Und das ist sozusagen ein gewisser Konfliktpunkt, den man natürlich dann mit den Bewohnern dort entsprechend auch im Gespräch Lösung finden muss, dass es besser wird. Was ist da hier dann jetzt schon gemacht worden? Man kann das ein kleines bisschen einstellen, ne, wie sozusagen dann dieses Gehäuse da oben, in welche Richtung das abstrahlt, das haben wir schon gemacht. In dem zweiten Schritt werden wir jetzt schauen, dass wir das, die Thematik auch noch ein bisschen minimieren können, dass es in Richtung der Häuser dann noch ein bisschen Abschirmelemente gibt, dass es tatsächlich in Richtung des Fußgängerüberweges dann dort das Licht gibt und nicht dort, wo man es nicht hin haben will, zum Beispiel in den entsprechenden Anliegerwohnungen. Ansonsten wichtig als Schulweg, das haben Sie bestimmt angesprochen, und auch als Verbindung vom S-Bahnhof Götze ins Wohngebiet herein, sodass wir hier, denke ich, eine deutliche Verbesserung haben, um natürlich insbesondere auch die Kinder auf dem Schulweg geeignet zu schützen. Weitere Maßnahmen haben Sie angesprochen, könnte man vielleicht konkret sagen, Nickern, Norweg, ne, dieser genau. Kreisverkehr Nickern, das ist sozusagen ein Thema, das haben wir uns Anfang nächsten Jahres massiv vorgenommen. Und ein zweiter Punkt, und das kann man auch konkret untersetzen, ist das ganze Thema Krüger-Hutbergstraße. Das ist so Rockwitz, auch wieder in einer relativ nahen Konstellation zu einer Schule. Also dort an solchen Punkten ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass man dann auf gewissen Ländern. Kosten sind auch angesprochen worden. Das ist schon gut. Insgesamt prüfen wir zurzeit 100 Vorschläge, die mal eingegangen sind von verschiedensten Initiativen, Verbänden, Privatpersonen, die wir jetzt so peu à peu abarbeiten. Bei einigen muss man feststellen, es funktioniert halt einfach nicht, weil die Kriterien aus der Richtlinie nicht erfüllt werden. Bei anderen nähern wir uns an, müssen zum Teil bauliche Vorkehrungen treffen, Beleuchtung verändern und Ähnlichem. Also es ist tatsächlich dann auch mal ein bisschen Planungsaufwand, der dahinter steht. Durch die Veränderung der Leuchtmittel ein höherer Stromverbrauch oder das Gleiche? Also ich kann es Ihnen jetzt nicht im Detail sagen. Ich gehe eher davon aus, jetzt haben wir moderneres Leuchtmittel drin, dass wir da eher einen ähnlichen Stromverbrauch haben. Wir haben ein besseres Beleuchtungsniveau, das ist auf jeden Fall das Ergebnis, aber wir haben jetzt hier nie größere Stromverbräuche. Ja, wie man sieht, LEDs, ne? Und wir erkennen an der Anordnung dieser kleinen Leuchtmittel. Mir ist es früh aufgefallen, vor jedem Frühjahrlang, jetzt wo es dunkel ist, hier der Platz ist ja richtig hell. Ne? Man kommt aus dem Dunkeln, fährt ins Helle und kommt wieder ins Dunkle. Aber dann ist ja die Maßnahme genau, wie sie sein soll, dass es ausgeleuchtet ist. Dort vorne haben Sie ja noch ein Schild, das ist ein entsprechendes Parkverbotsschild. Das dient genauso, eine Sichtbarkeit zu haben auf den FGÜ, Fußgängerüberweg und vor allem auch auf die Warteseiten. Ne? Auf der Seite braucht man nicht so stark, weil natürlich der große Platz dazu dient. Ne? Und man kann so wenig verstellen. Aber auf der Seite, das Schild ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass es quasi dort auch eine freie Sicht dann auf den FGÜ gibt.